Herzlich willkommen, liebes Publikum, liebe Damen und Herren. Eigentlich müsste man fast jeden Einzelnen von Ihnen loben, dass Sie mit bei dem schönen Wetter hier trotzdem zu uns gekommen sind heute Abend. Wir wollen reden über Russian Angst, so heißt der Titel eines Buches, was wir Ihnen gleich vorstellen wollen und dessen Autoren wir Ihnen gleich vorstellen wollen. Aber bevor ich das tue, stelle ich kurz mich selber vor. Ich weiß nicht, ob diejenigen von Ihnen, die hier regelmäßiger sind, wissen das vielleicht schon. Ich sage es trotzdem nochmal, mein Name ist Gabriele Wojdelko und ich bin hier im Haus zuständig für den Arbeitsschwerpunkt Russland in Europa. So, und heute, eigentlich hätte ich Ihnen jetzt gerne erzählen wollen, was wir machen in diesem Arbeitsschwerpunkt und warum das wichtig ist und warum wir es ernst meinen mit diesem Bekenntnis Russland in Europa, trotz der politischen und ideologischen Differenzen. Aber heute ist so ein Tag, wo man das, was man vorbereitet hat, weglegen kann. Denn durch die Explosion in der U-Bahn in St. Petersburg heute, durch den Ausnahmezustand, der dadurch entstanden ist, durch die Toten und Opfer, ist so ein bisschen eine andere Situation entstanden, die es zunächst mal gebietet, dass wir unser Mitgefühl äußern, finde ich, mit den Opfern, mit den Angehörigen der Opfer und mit denen, die verletzt wurden, und auch unsere Solidarität kundtun mit Russland und den Menschen, die dort leben. So, und jetzt ist es ein bisschen schwierig, wie man von dieser Aussage den Übergang findet auf das, was wir natürlich heute Abend trotzdem diskutieren wollen, denn die Angst, um die es heute Abend gehen soll, ist natürlich eine andere als die Angst, die jetzt in Russland entstanden ist und die wir, glaube ich, alle gut nachempfinden können. Es ist eine Angst, die universell ist, die in allen Gesellschaften entsteht, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten, muss man ja leider sagen, Opfer von Anschlägen geworden sind. Wir wollen heute Abend sprechen darüber, inwieweit die Angst als politisches Instrument in Russland in den letzten Jahren Einzug gehalten hat. Wir wollen hinterfragen, wer Angst hat, wovor und warum und was eigentlich diese Angst mit einer Gesellschaft macht. Wir haben dazu eingeladen, einmal Thomas Franke, den Autoren dieses Buches, um das es heute Abend gehen soll. Und ich erzähle Ihnen auch gleich noch die Geschichte, wie wir eigentlich Thomas Franke kennengelernt haben. Thomas Franke, sozusagen rein biografisch gesprochen, bereist seit über 20 Jahren Russland und nicht nur Russland, sondern den postsowjetischen Raum als Korrespondent, als Journalist, als Autor, kennt sich also wirklich gut aus dort. Und wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind, dass Sie bei uns sind. Sie sind zurück aus Russland seit Herbst 2016, wenn ich das richtig erinnere, so mehr oder weniger Sommer, Herbst 2016, also mit sehr frischen Eindrücken aus den letzten Jahren. Wir haben als Moderator gewonnen oder freuen uns sehr, dass Sie da sind, Herr Großheim vom NDR, der auch interessanterweise mehrere Jahre in Moskau als Korrespondent tätig war. Wir haben es also mit zwei Experten zu tun, die sich, glaube ich, wie wenige andere wirklich eingefühlt haben in die russische Gesellschaft, in die Zeit der Demonstrationen, der Proteste, der Umbrüche, die viele Hoffnungen hatten. Viele von diesen Hoffnungen sind enttäuscht worden. Auch darüber werden wir heute Abend sprechen. Bevor wir das tun, erzähle ich Ihnen nochmal die Geschichte, wie wir Herrn Franke kennengelernt haben, weil das auch mit unserer Arbeit zu tun hat. Wir haben uns vor ziemlich genau einem Jahr in Moskau getroffen, im Rahmen einer Preisverleihung, der Preisverleihung des russischen U-Story-Geschichtswettbewerbs, der seit vielen Jahren, seit 1999, von der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial ausgerichtet wird. Das ist eine Organisation, die wir als Körber-Stiftung seit vielen Jahren im Rahmen des U-Story-Netzwerks unterstützen, weil Memorial, wie wir finden, ganz wichtige Arbeit macht mit Jugendlichen, mit Schülern in Russland, mit jungen Erwachsenen zur kritischen Aufarbeitung der russischen und sowjetischen Geschichte. So, bei dieser Preisverleihung waren wir eingeladen mit den europäischen U-Story-Kollegen, waren also aus über 20 Ländern vertreten
Und als wir die Preisverleihung, als wir den Saal betreten wollten, stand davor eine Truppe, die mit Transparenten, mit Rufen sich bemerkbar machte, die dann aber auch, und das ist der nicht so schöne Teil der Geschichte, mit Flüssigkeiten unsere Gäste bespritzte, die Schüler beschimpfte, als Faschisten deklarierte, und die Polizei stand dabei und tat erstmal nichts. Und es dauerte sehr lange, bis dann wieder Ordnung in die ganze Sache kam und bis klar war, bis also sozusagen da eingegriffen wurde. Und das war eben ganz klar ein Einschüchterungsversuch und vor allen Dingen eben ein Versuch, die Arbeit von Memorial und von den Schülern, diesen kritischen Umgang mit Geschichte zu diskreditieren. Und das war das erste Mal, nicht das erste Mal für Memorial und leider auch nicht das erste Mal in Russland, dass diese Bewegung, die sich die Nationale Befreiungsbewegung nennt, auftrat, sondern es war aber das erste Mal für uns als Stiftung, dass wir erlebt haben, was es heißt, so angegriffen zu werden, auch körperlich angegriffen zu werden. Und wir alle hoffen jetzt, wir haben entsprechend beim russischen Botschafter in Berlin und auch in Moskau bei den Entscheidungsträgern, wie es so schön heißt, uns dafür stark gemacht. Wir hoffen jetzt, dass die nächste Preisverleihung, die in knapp 4 Wochen ansteht, friedlich ablaufen kann. Nun, ich erzähle das deshalb, weil es einen Bezug hat zum Thema des heutigen Abends, weil die Episode auch in dem Buch, über das wir ja noch heute sprechen werden, vorkommt, weil sie eben illustriert, welche verschiedenen Spielarten von Angst es gibt. Also wie man eben mit Angst und mit Einschüchterung Politik machen kann, wie man Menschen davon abhalten kann, kritische Fragen zu stellen. Und angesichts dieses großen Drucks, unter dem diejenigen stehen, die sich in Russland nach wie vor für die freie Meinungsäußerung einsetzen, ist es eigentlich aus meiner Sicht ein doch sehr positives oder erstaunlich positives Zeichen. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, dass letzte Woche in Moskau, am letzten Wochenende in Moskau und nicht nur dort, viele tausend junge Leute auf die Straße gegangen sind und antworten wollten auf die Fragen, die sich um Korruption und um Bereicherung und um Vetternwirtschaft drehen. Aber ich will ja hier jetzt nicht sozusagen den Vortrag vorwegnehmen und das Gespräch, all diese Themen, die Spielarten von Angst, die Frage, was sozusagen wie sich Russland verändert hat in den letzten Jahren, wie sich unser Blick auf Russland dadurch vielleicht verändert hat, welche Hoffnungen wir noch haben können und welche Hoffnungen enttäuscht werden oder wurden. Darüber werden Thomas Franke und Herr Großheimer jetzt sprechen. Und ich würde Sie beide jetzt auf die Bühne bitten. Und es wird eine Mischung aus Lesung und Gespräch. Und natürlich haben Sie auch noch die Gelegenheit zu fragen am Schluss. Vielen Dank. Ja? Ja. Ja, schönen guten Abend oder Dabro Pajalovat, würde man in Russland sagen, zu diesem heutigen Abend in der Körperstiftung. Wir haben es gehört, es gab einen Terroranschlag in St. Petersburg und wir halten es für angemessen, in diesem Moment an Freunde, an Bekannte, an Kollegen zu denken und wollen für einen Augenblick innehalten. Vielen Dank. Darf ich noch anmerken, nur ganz kurz, dass St. Petersburg die Partnerstadt von Hamburg ist? Vielleicht nicht ganz unwichtig. Die Partnerstadt von Hamburg. Ich möchte beginnen mit einer Episode, die mir sehr oft vorgekommen ist, bevor ich nach Moskau gegangen bin, 2013. Mich haben immer wieder Menschen gefragt, wie lange fliegt man denn eigentlich nach Moskau? Wenn ich dann gesagt habe, von Hamburg 2,5, 3 Stunden, kam ein ungläubiges Staunen. Was? Nur so kurz? Viele Menschen haben offenbar das Bild, dass Moskau ganz, ganz weit weg ist. Das muss mindestens so weit weg sein wie Amerika, 6 Stunden Flug. Und dann haben viele gesagt, wir kommen euch besuchen. Und
Im Endeffekt sind nur eine Handvoll gekommen. Das kann daran liegen, dass ich mir nochmal überlegen muss, wie ich meine Freunde aussuche. Oder es kann daran liegen, dass diese Menschen Bedenken hatten, nach Russland zu kommen. Dass sie Angst hatten. Und bei der Lektüre von Russian Angst von Thomas Franke ist mir klar geworden, ich kenne seine Geschichten schon. Ich bin in gewisser Weise privilegiert, denn ich habe in der Küche von Thomas Franke viele der Geschichten schon hören dürfen. Und deswegen werden Sie heute auch erleben, dass ich Thomas Franke duze, denn wir waren quasi Nachbarn in Moskau. Wir waren ungefähr 2 Kilometer voneinander entfernt und haben uns oft gesehen. Deswegen bitte ich um Verständnis, wenn wir das kollegiale Du heute Abend pflegen. Thomas Franke ist seit etlichen Jahren als Reporter unterwegs, vor allem in Osteuropa, war auf dem Balkan, im Kaukasus, sehr viel in Russland unterwegs. Und Thomas ist ein kommunikativer Mensch und so haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Geschichten, die ich schon in seiner Küche gehört habe, in einem Buch zu lesen. Und dieses Buch Russian Angst, beginnt mit dem Umzug von Berlin nach Moskau um den Jahreswechsel 2011-2012. In dieser Zeit gab es Demonstrationen, große Demonstrationen, die es in der Form so lange, lange Zeit nicht gegeben hat, wenn überhaupt. Jetzt haben wir in der vergangenen Woche Demonstrationen wieder in Russland gesehen. Wie war das für dich damals, in dieses Land zu kommen? 120.000 Menschen auf der Straße, die gegen das System, gegen Putin, gegen den Kreml demonstrieren. Und was meinst du, ist die Bedeutung, wenn wir heute wieder Demonstranten auf den Straßen in Moskau sehen? Ja, das war sehr spannend damals, als wir nach Moskau gezogen sind, denn es war jahrelang nichts von einer Protestbewegung in Russland wirklich zu spüren und zu sehen. Und Freunde haben uns dann gesagt, das ist toll, ihr zieht nach Russland, gerade jetzt, ihr habt angefangen, über Russland zu berichten, als das Land am Boden lag, als die Sowjetunion zusammengebrochen war. Und nun könnt ihr quasi miterleben, wie Russland den Schritt zu einer funktionierenden Demokratie, einer Zivilgesellschaft macht. Und wir waren recht beseelt, weil wir dachten, das ist etwas Schönes für Journalisten, wenn sie anfangen auf so einem Tiefpunkt wie 1992, als die Menschen auch noch Hunger hatten, als viele nicht wussten, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, als Arbeitsplätze einfach zerstört wurden, nicht mehr da waren, die ganzen Lügen der Sowjetunion zusammengebrochen waren. Und nun kriegen wir das mit, wie Moskau eine florierende Stadt ist, wie sich ein Mittelstand bildet, der Demokratie einfordert, der einen gewissen Lebensqualität einfordert und der es vielleicht doch schafft, das Land zu einer stabilen Demokratie zu machen. Es war ja auch die Zeit nach der Parlamentswahl. Die Parlamentswahl war manipuliert worden. Dazu kam, dass Medvedev noch Präsident war und im März Präsidentenwahlen anstanden und viele Leute auch einfach sauer waren, dass dort offensichtlich nur ein Platzhalter installiert war, um Putin eine weitere Amtszeit zu gewähren, die dann auch noch mal verlängert wurde von 4 auf 6 Jahren, sodass Putin weitere 12 Jahre Präsident sein konnte nach dieser Aktion. Und dementsprechend waren die Leute sauer. Wir kamen da an und es waren 120.000 Leute auf der Straße, was jetzt für Moskauer Verhältnisse nicht so viel ist, finde ich. Ja, es ist eine Stadt mit damals schätzungsweise 15 Millionen Einwohnern, wahrscheinlich heute noch ein paar mehr. Vielleicht sind es auch 20, da kann man sich nicht so sicher sein, weil viele Menschen dort leben, die nicht registriert sind. Und dann relativieren sich 120.000 Leute plötzlich. Trotzdem war das natürlich eine Stimmung. Ja, die Leute haben gelächelt sehr viel. Es war sehr freundlich, sehr positiv, obwohl es sehr kalt und grau war. Die Menschen, die das damals initiiert haben, haben als Zeichen weiße Schleifen getragen. Ja. Und ich glaube, du wolltest direkt was dazu lesen. Ja,
Es geht hier um Sergej. Ich habe Sergej kennengelernt, weil wir gesagt haben, natürlich ist es spannend, diese Bewegung weiter zu verfolgen. Und Sergej ist etwas älter als 20 Jahre gewesen und kam quasi aus dem Nichts zu dieser Bewegung. Wir haben uns zur nächsten Demonstration verabredet. Sergej ist spät dran. Sein Gesicht ist gerötet, seine Finger lila. Er trägt wieder keine Handschuhe. An den Pelzmützen gefriert der Atem. Sergej will nach vorn an die Spitze des Zuges. Dort geht der Block der Demokraten. Doch vor uns sind zu viele Menschen. Er kommt nicht durch. Plötzlich ein Schrei durch die Menge. Olga. Die beiden umarmen sich. Das erste weiße Band haben Olga und ich gemeinsam geschnitten. Sergej strahlt, Olga auch. Es ist kalt, aber ich denke, diese menschliche Wärme, diese Nähe wärmt uns alle, sagt sie. Sergej und Olga haben sich in einem Avtosak kennengelernt. Das sind die hohen, weißen Gefängnistransporter mit den blauen Streifen. Es war am 6. Dezember 2011 bei einer Demonstration gegen Wahlfälschungen. Sergej stand in der Menge. Plötzlich fingen Männer an zu schubsen. Vier von ihnen in Zivil griffen ihn, brachten ihn zu dem Avtosak. Hast du dir diese bedrohlichen Gefängnistransporter mal genau angeschaut? Sie hielten seine Hände fest und warfen ihn gegen die Stufen. Er konnte sich nicht abstützen, fiel, ohne den Fall abfedern zu können. Das war der Moment, in dem aus einem unpolitischen jungen Mann ein Aktivist wurde. Die Polizei, die Exekutive mit ihrer Gewalt gegen Demonstranten hat den Widerstand gegen sie provoziert. Jetzt gilt es für die Mächtigen darum, den Trotz in Angst zu ersticken. Im Avtosak traf ich die nettesten Menschen der Welt, erzählt Sergej. Da war ein Schauspieler, ein Musiker, ein Geschäftsmann und Olga. Sie redeten und sangen, verbrachten die Nacht zusammen im Arrest. Sie bekamen keine Erklärungen und kein Essen, durften weder trinken noch austreten. Sie wurden nicht geschlagen. Olga ist zierlich, Rasterzöpfchen, klarer Blick. Sie arbeitet für die tschechische Botschaft. Vor kurzem hat sie sich ausgezogen als Aktion gegen Putin. Erst in einem Fotostudio, später mit anderen im Schnee zwischen Birken. Das ZDF hat sie dabei gefilmt. Olga zieht sich gern aus, setzt ihre Brüste als Mittel des Protests ein. Gierig nehmen ihr die Leute die Aufkleber aus der Hand. Vremya Vyshlo steht da drauf, die Zeit ist abgelaufen. Dazu ein Bild von Putin in einer Uhr. Sie zeigt 12. Ein anderer Aufkleber ist weiß-blau-rot, die russischen Farben, dazu viele Hände, die nach oben gereckt werden und die Forderung für ein Russland ohne Putin oder faire Wahlen. Putin ist auch auf einem weiteren Aufkleber zu sehen, dazu der Satz, genug geklaut und gelogen. Ist es nicht erstaunlich? Sergejs Stimme überschlägt sich ein wenig. So viele Leute kommen trotz der Kälte. Ich treffe dauernd Bekannte und Freunde. Einige habe ich erst vor kurzem auf Kundgebungen oder in der Polizeiwache kennengelernt. Andere kenne ich schon lange. Gott, was ist das für ein Glück? Zehntausende strömen an Olga und Sergej vorbei zur wahrscheinlich größten Kundgebung in Russland seit dem Ende der Sowjetunion. Lächeln, freuen sich, dass es immer mehr werden. Auch Olgas Tante verteilt Aufkleber. Angeblich sind an diesem Tag in 111 Städten Russlands die Menschen auf der Straße. Noch vor einem Jahr wollte Olga auswandern. Jetzt hoffe ich, dass wir das Land ohne Gewalt verändern können. Mein Land ist ein sehr schönes Land und ich liebe dieses Land und möchte hier leben. Früher hat sie es gemacht wie viele in Moskau, in Russland. Sie hatte ihre Freunde, traf nur die. Mit anderen lohnte es nicht. Aber jetzt weiß ich, es gibt viel mehr Leute in Russland, die ich treffen möchte. Ich habe das Gefühl, inmitten wunderbarer Menschen zu leben. Immer wieder ist da so ein seliges Lächeln. Ungewohnt in einer Stadt, in der sonst wenig auf den Straßen gelächelt und geflirtet wird. Die Demonstranten brüllen sich warm. Russland soll frei sein und Russland ohne Putin. Wie Sie wahrscheinlich alle sich erinnern, ist am 4. März dann Putin gewählt worden. Aber das war natürlich nicht das Ende der Protestbewegung, so schnell geht das ja nicht. Und wir sind dann Zeuge geworden, wie diese Protestbewegung langsam abgeebbt ist und wie auch die Frustration langsam einzog und es ein paar Aktivisten gab, die immer wieder versucht haben, dagegen anzugehen. Immer wieder flackert der Widerstand gegen die Macht auf. Es ist ein Wettlauf mit der Resignation.
Prominente Schriftsteller kündigen in sozialen Netzwerken an, im Zentrum spazieren zu gehen. Tausende begleiten sie dabei. Manche tragen demonstrativ weiße Kleidung, andere verteilen einfach nur weiße Schleifen. Was ist schon dabei? Wieder andere gehen Schlittschuhlaufen für die Demokratie. Doch vor Putins Amtsübernahme beginnt das System, die Gangart zu verschärfen. Im staatlich kontrollierten Fernsehkanal läuft eine pseudo-investigative Dokumentation. Die Opposition sei von den USA gekauft, heißt es da. Der März geht ins Land und es wird heller in Moskau. Schnee und Eis sind längst schwarz. LKWs fahren den Dreck weg. Anfang April liegt bereits ein Hauch von Frühling in der Luft, wenn auch ein kalter. Die Sonne spiegelt sich im roten Marmor des Lenin-Mausoleums. Alles ist wie immer. Wachsoldaten gehen im Stechschritt auf und ab. Roter Backstein, rote Zinnen, Türme, Sowjetsterne, der Kreml. Es ist Sonntagmorgen. Menschen flanieren über den Roten Platz. Eine Frau preist Stadtrundfahrten an. Lenin, Stalin und Brezhnev-Darsteller bieten sich für Fotos an. Plötzlich huscht ein Gespenst über das Kopfsteinpflaster. Die Polizisten schauen nervös. Das Gespenst trägt ein Schild auf dem Rücken. Geist der Verfassung. Die Polizisten kommen näher. Menschen umringen das Gespenst. Eine Traube bildet sich. Das Gespenst huscht weiter. Ein kühler Windstoß hebt das Bettlaken. Für Sekunden ist eine zierliche junge Frau zu sehen. Lange Haare, Jeans, Turnschuh. Immer mehr Spaziergänger strömen auf den Platz. Fast alle tragen weiße Schleifen, einige einen weißen Anzug. Auch Olga und ihre Freundin sind da. Eine Polizistin möchte in Olgas Tasche schauen, findet weiße Schleifen, nimmt sie heraus. Was sie damit vorhabe, fragt die Polizistin. Olga lacht, nichts. Oder glauben Sie, dass es gefährlich ist, weiße Schleifen zu tragen? Olga schließt den Reißverschluss ihrer Wachsjacke, rückt die weiße Schleife, die sie am Revier trägt, zurecht, küsst ihre Lebensgefährtin, ihre blauen Augen blitzen. Ein Gummiband bändigt ihre Dreadlocks. Gerade hat Olga ihren Job als Kulturassistentin an der tschechischen Botschaft in Moskau verloren, wegen Einsparungen. Olga winkt dem Gespenst. Viele Spaziergänger kennen sich. Das viele Weiß provoziert nach dem turbulenten Winter und 4 Wochen vor Putins Einführung ins Präsidentenamt. Am Rand stehen ein paar junge Leute in olivfarbenen Uniformen aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie tragen Georgsbänder, rot-schwarz gestreifte Schleifen und singen für Putin und das Vaterland. Eine Frau hat sich weiße Schleifen und gestreifte Georgsbänder in die langen roten Haare gebunden. Das sei kein Widerspruch. Sie sei Demokratin und freue sich über den Sieg im Zweiten Weltkrieg, erklärt sie. Das Georgsband ist wahrscheinlich das am meisten missbrauchte Symbol in der Ära Putin. Plötzlich fassen Olga und ihre Freundin sich an den Händen. Schnell reihen sich andere ein, bilden einen Kreis, stimmen die Nationalhymne an. Die Polizisten werden immer nervöser, laufen durcheinander. Einer zückt ein Funkgerät. Sie singen, Genosse General. Natürlich hat die Polizei Wind vom Spaziergang bekommen. Bereits in den Metrostationen um den Roten Platz werden Menschen kontrolliert, die weiße Kleidung tragen oder weiße Schleifen. Plötzlich entsteht Tumult. Mehrere Polizisten umringen den Geist. Einer verlangt von der jungen Frau, das Bettlaken abzunehmen. Olga und ihre Freundin eilen dem Gespenst zu Hilfe. Immer mehr Spaziergänger stellen sich schützend vor den Geist, fordern die Polizisten auf, sich erst einmal auszuweisen. Schnell ist die Polizei in der Minderheit. Abbruch, ruft einer der Uniformierten. Die Polizei zieht ab. Das Gespenst zittert. Eilig huscht die junge Frau weiter. Olga und ihre Freundin blicken ernst. Jeder hier weiß, worauf er sich einlässt. In der Mitte des Platzes bildet sich ein Menschenknäuel. Polizisten bücken sich, schauen den Spaziergängern durch die Beine. Genosse General, sagt einer in sein Funkgerät, sie bauen ein Zelt auf. Die Uniformierten werden hektisch. Ein Zelt vor dem Kreml, der GAU für die Sicherheitskräfte. Zelte gehen gar nicht. Zelte symbolisieren demokratischen Umbruch. Wer Zelte aufstellt, bleibt, wird zum Blickfang der Passanten und Medien, zum Zentrum etablierten Protests, zur sichtbaren Mahnung, zur Bedrohung der Macht. Mit einem Zeltlager begann die sogenannte Orange Revolution in der Ukraine. Geehrte Bürger, rufen die Polizisten in die Megafone, die Aktion ist nicht genehmigt, gehen Sie auseinander.
Der Kontrast zwischen der formalen Anrede und der dann folgenden Brutalität ist erstaunlich. Die Polizisten drängeln sich durch das Knäuel, beginnen zu schlagen, erreichen das Zelt, greifen zu. Der Stoff reißt, Schande, Schande, ruft die Menge. Einige singen wieder die Nationalhymne. Uniformierte greifen die Frau, die zum Zelt gehört, und schleppen sie weg. Diese Protestbewegung ist gescheitert. Es sind einige Menschen, die zu den Rädelsführern zählten, beziehungsweise von der Justiz als solche ausgemacht wurden, zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Wenn wir diese Ereignisse sehen und dann schauen, dass in Russland jetzt wieder demonstriert wird, eine ganz andere Generation, junge Menschen, was denkst du da, was hat das für eine Bedeutung? Hat möglicherweise diese neue Protestbewegung eine Chance? Das wäre ja schön, wenn es eine Bedeutung erlangen könnte, wenn es eine gewisse Strahlkraft ergibt. Was ich sehr positiv an der ganzen Sache finde, ist, dass offensichtlich das nicht tot zu kriegen ist, dass Leute ihre Interessen artikulieren gegen den Mainstream in Propagandamedien, dass Freiheit und der Wille nach Gerechtigkeit nicht tot zu kriegen sind. Aber wenn man sich anguckt, wie viele es sind, sind es doch sehr wenig. Es sind, glaube ich, in Moskau 30.000 gewesen, positiven Schätzungen zufolge, und dann im weiteren Land nochmal 30.000. Das Land ist sehr groß, und ich glaube, dass 5 Jahre nach dieser doch relativ großen Protestbewegung und dieser doch sehr positiven Energie sehr viele Leute frustriert sind und es viel, viel schwieriger wird, so einen Sog zu entfalten als vor 5 Jahren noch. Hast du Olga mal wieder getroffen und Sergej? Sergej ist irgendwann verschwunden. Olga war noch sehr aktivistisch in der homosexuellen Bewegung in Russland. Hat dann angefangen, Kunst zu studieren, sich von ihrer Freundin getrennt und lebt jetzt in Petersburg. Jetzt mal zum Titel. Russian Angst. Von German Angst wissen wir ja, das ist so ein fester Begriff, institutionalisierte Hasenfüßigkeit oder eine Art genetisch veranlagtes Bedenkenträgertum. Was ist denn Russian Angst? Russian Angst ist natürlich was anderes als German Angst. Ja. Es ist auch anders motiviert. Russian Angst, also erstmal Angst ist ja der Kitt von Autokratien und Diktaturen, um Menschen zu unterdrücken. Wenn man es schafft, Angst einzuziehen, was Erich Mielke mehrfach auch gesagt hat, dann hat man es eigentlich geschafft. Wenn man eine Gruppe von Protestlern hat und man schafft es, er sagte, glaube ich, sogar einen zu erschießen, dann hat man die Angst drin und dann hat man die Kontrolle. Also Angst als Schlüssel zur Macht in diesem Fall. Wie ich finde, nicht legitime Macht. Und was wir hier beobachten, ist, wie eine Gesellschaft, in der die Angst eigentlich mal weg war, in der Leute mit uns in Anfang der 90er und dann auch eigentlich noch Anfang der 2000er frei mit uns geredet haben, das jetzt nicht mehr tun. Wir haben Schwierigkeiten gehabt, plötzlich, was ich aus Russland überhaupt nicht kannte, Interviewpartner zu finden und mit denen zu reden. Also das ist die eine Angst, das ist der Kitt einer nicht demokratischen Regierung, die die Kontrolle über die Bevölkerung haben möchte und das mittels Angst macht. Parallel dazu wird den Leuten Angst vor Demokraten und Liberalen gemacht. Also Demokratie und Liberalismus in Russland sind durchaus negativ besetzte Begriffe. Das kommt aus den 90er Jahren, die verbunden werden mit Armut, mit Zerfall und auch mit Chaos. Und im staatlich kontrollierten Fernsehen werden Bilder gezeigt aus Kiew, die dort bürgerkriegsähnliche Situationen gezeigt haben, als dort eben noch nicht geschossen wurde und als dort eine Demokratiebewegung sich artikuliert hat. Gleichzeitig werden diese Demokraten und Demokratiebewegungen mit dem Stempel vom Ausland gesteuert belegt, was wiederum Angst vor ausländischen Agenten, vor der NATO und so weiter schürt, die nichts anderes im Sinn haben, als Chaos und Unfrieden in diese Gesellschaft zu tragen. Das ist auch ein Faktor der Angst an der Stelle. Woher mag das kommen, dass man vor dem Ausland so Angst hat oder dass Menschen, die politisch etwas bewegen wollen,
vom Ausland gesteuert sein müssen. Woher kann das kommen? Da habe ich lange, ich habe es lange nicht glauben wollen, bis unsere Sekretärin das irgendwann mal gesagt hat. Das war das Schlussplädoyer von Nadja Stadtaler-Konnikova in dem Pussy Riot Prozess. Die hat ein sehr schlaues Plädoyer gehalten. Und Ludmilla, die schon über 70 ist, hat gesagt, nein, das hat die nicht selbst geschrieben, das kann die gar nicht. Die ist 24. Und du hast doch gesehen, das hat ihr jemand aufgeschrieben. Sie hat es ja nicht flüssig vorgetragen, sie hat sich dabei versprochen. Und da habe ich gesagt, aber wie kommst du denn darauf? Die Frau ist knallschlau, ich muss ja nicht gut finden, was sie macht, aber das kann die schon. Ja. Und dann hat Ludmilla gesagt, nein, das kann die nicht, das ist unmöglich. Also der Glaube, dass Leute aus Überzeugung handeln, aus Überzeugung für ihre Rechte oder für Rechte anderer sogar einstehen, der ist in großen Teilen der Gesellschaft offensichtlich nicht vorhanden. Dazu kommt, dass in der Sowjetunion natürlich auch Angst ein wesentlicher Kitt der Gesellschaft war und den Leuten eingebläut wurde, gerade in der Stalinzeit von Agenten durchsetzt zu sein. Und das ist wieder geweckt worden, dieser Reflex. Und wer zu dicht an den Agenten dran ist, in diesem Fall zum Beispiel Leuten wie uns, der kann natürlich auch ein Problem bekommen, ja, dass er Fragen beantworten muss plötzlich. Und da kommen ganz viele Sachen zusammen, dass ältere Leute, die vielleicht die Stalin-Zeit noch als Jugendliche erlebt haben, dann zu den Enkeln sagen, hey, sei mal ein bisschen vorsichtig hier und guck mal, musst du das machen, musst du mit diesen Leuten reden, musst du deine Meinung artikulieren. Das ist schon da. Und dann gibt es ja so eine Angst, die wir Westler so ein bisschen als absurd zuerst abgetan haben, aber die ganz offensichtlich auf jeden Fall dort ist. Eine Kollegin von uns ist aufs Land gefahren, hat mit Leuten gesprochen und die Menschen auf dem Land dort, ganz einfache Arbeiterinnen und Arbeiter, waren davon überzeugt, dass die USA Russland über kurz oder lang angreifen wird. Wo wir denken, wie kommen die auf so eine Idee? Wie kommen sie da drauf? Weiß ich nicht. Sie kommen da drauf? Aber sie ist da, ja, die Angst ist da. Es ist absurd, weil Russland ist in den NATO-Russland-Rat eingeladen worden. Russland ist mehrfach eingeladen worden, am Raketenabwehrschirm zu partizipieren. Die russische Armee lag in den 90ern völlig am Boden. Es wäre ein einfaches gewesen, wenn irgendjemand Russland hätte einkassieren wollen, das genau da zu tun. Es hat niemand gemacht, stattdessen gab es einen Haufen westliche Hilfe, um diese Strukturen zu festigen, Russland zu berechenbar zu machen und auch als Partner einzuladen, was heute vollständig negiert wird. Und ich habe manchmal wirklich den Eindruck, dass die Leute ein sehr, sehr schlechtes Gedächtnis haben, noch schlechter, als ich befürchtet hatte, wenn sie solche Angst haben. Ja. Mhm. Also das ist ja auch ein Teil dieser Angst, die wieder eingezogen wird. Wenn wir uns die Nachbarländer Russlands angucken, 2008, die Aggression Georgiens gegen das Separationsgebiet Südossetien, was ihnen bei der Staatsgründung abhanden gekommen ist, und dann die Reaktion Russlands, die bis kurz vor Tiflis marschiert ist, die innerhalb von wenigen Minuten die gesamte georgische Flotte im Hafen von Poti auf Grund gelegt hat. Und natürlich haben die Georgier Angst vor Russland. Russland hat einmal gezeigt, wie weit sie gehen können und dass Länder wie Georgien keine Chance haben. Und das strahlt natürlich auf Nachbarländer aus. Das strahlt auf die zentralasiatischen ehemaligen Sowjetrepubliken aus. Dann die Demonstration von Macht in der Ukraine, indem man einfach eine ganze Halbinsel wie die Krim annektieren kann und so tun kann, als wäre das das Normalste der Welt, als wäre das eine Heimkehr und das Ganze mit der deutschen Einheit vergleicht. Das sorgt natürlich für Angst in diesen Ländern. Und wenn wir uns angucken, wie nach der Annexion der Krim und der Kriegseskalation in der Ostukraine jemand wie Lukaschenko versucht hat, sich nach Westen zu orientieren ein wenig und die große Bruderschaft mit Russland zumindest in Frage zu stellen oder abzuschwächen, dann können wir sehen, welche Angst Russland auch auf die Region und die Nachbarländer und ehemaligen Sowjetrepubliken verbreitet. Witziger Klingelton. Dann warst du mit Kosaken unterwegs. Ja. Die hatten keine Hupen dabei, nee, sondern
peitschen. Und es war nicht die romantische Begegnung, die wir kennen in der Dorfkirche von Todenbüttel, wenn die Donkosaken einmal im Jahr zum Weihnachtskonzert kommen, sondern es war eine Begegnung mit Kosaken, die auf gewisse Art und Weise sich wiederbelebt haben, die über Jahrzehnte verschwunden waren aus Russland oder aus dem russischen Straßenbild, die jetzt aber wieder da sind und so aussehen, wie man sich Kosaken vorstellt im Stile von Ivan Reprov. Und du bist unterwegs gewesen mit einer Kosakenpatrouille, muss man sagen. Was spielen die Kosaken jetzt in Moskau, in Russland für eine Rolle und wie füllen sie diese Rolle aus? Also Ivan Reprov ist körperlich nicht so fit wie diese Kosaken, das muss man mal klar sagen. Die sind schon trainiert, die machen Wehrsportübungen und diese Chöre repräsentieren auch nicht die Kosaken, auch wenn das vielleicht vor Weihnachten ganz hübsch ist. Der Spiegel hat 96, glaube ich, mal 50 original Don-Kosaken-Chöre gezählt, die durch die Stadthallen der Republik touren und romantische Lieder singen. Diese Kosaken sind andere Kosaken. Es sind im Grunde genommen paramilitärische Raudis, die durch die Stadt ziehen und für Ordnung sorgen. Also wenn ihnen zu Ohren kommt, dass irgendwo etwas Anti-Orthodoxes passiert, wenn Homosexuelle sich versammeln irgendwo, dann kann es passieren, dass Kosaken kommen. Und dann kann es durchaus passieren, dass Kosaken auch Gewalt anwenden. Also die benutzen die Peitschen, die sie dabei haben, um Leute zu schlagen. Und das bleibt meist ungesühnt, wenn sie das tun, diese Übergriffe. Sie spüren illegale Arbeiter auf und liefern sie der Polizei aus. Wenn die Arbeiter Glück haben, tun sie das. Sie machen Wehrsportgruppen. Sie reden darüber, dass sie Westeuropa noch mal vom Faschismus befreien möchten. Denn sie und ich auch, wir alle hier, sind vom amerikanischen Liberalismus verdorben. Die sprechen von Gay-Europa, weil wir das nicht begriffen haben, dass wir von Homosexuellen und Moslems regiert werden, gleichzeitig vom jüdischen Kapital. Und sie gehen fest davon aus, dass es noch mal zu einem Krieg kommt, auf den sie sich vorbereiten. Es gibt ein Kosakenregister, in das meines Wissens um die 3 Millionen Kosaken eingetragen sind, landesweit. Und man muss noch mal betonen, das ist keine staatliche, also sind keine staatliche Polizeieinheit, sondern das ist im Prinzip eine freiwillige Geschichte, die sie aus eigenem Antrieb machen. Es gibt eine Strategie der Regierung für Kosaken. Es gibt Kosakenheere, aber sie sind angegliedert an die Armee. Aber teils sind es Leute aus der Armee, teils sind Leute aus den Spezialtruppen dabei, teils sind es einfach engagierte Wehrbürger, die dort eine komische Art von Folklore pflegen. Die dort unterwegs sind. Und es sind zwangsläufig, wenn ich es richtig verstanden habe, es sind gar nicht zwangsläufig Nachkommen von Kosaken, Nein. sondern jeder kann sagen, jetzt bin ich Kosak. Ja, das ist komisch. Es gibt unterschiedliche Arten von Kosaken. Also ich bin auch Kosaken begegnet, die wirklich nichts anderes machen als Traditionspflege. Und Kosaken sind auch nicht konsistent. Angeblich haben die Kosaken immer für die Freiheit gekämpft und für den Zaren, was sich ja schon wieder ausschließt. Es gab Kosakenheere, die auf der Seite der Wehrmacht gekämpft haben und auf der Seite der Roten Armee gekämpft haben. Es gab Kosaken auf allen Seiten während des Krieges. Und so inkonsistent sind sie heute auch noch, diese Kosaken. Mhm. Aber sie sind gewaltbereit in Teilen. Und das ist das, was erschreckend ist an ihnen. Und sie sind ja nicht die Einzigen, die mit dieser Art von selbstgewähltem Auftrag durch die Städte ziehen. Wir haben davon in der Einleitung gehört. Ja. In der Veranstaltung oder die Veranstaltung zum Geschichtswettbewerb von Memorial, einer Menschenrechtsgruppe, ist gestört worden von einer ähnlichen Verbindung. Ja, die nationale Befreiungsbewegung ist was anderes. Die nationale Befreiungsbewegung ist direkt angegliedert an die Regierungspartei Einiges Russland. Und da gibt es eine blonde Frau, die diese Aktionen meistens koordiniert. Die heißt Maria Katasonova. Und das ist jetzt die Geschichte, die Sie eben gerade schon mal gehört haben. Die ist halt auch Teil dieses Buches. Und diese Bewegung sieht sich auch als Gegenbewegung zu dieser Demokratiebewegung, die im Winter 2011, 2012
ihre große Zeit hatte. Die Frau, die das koordiniert, arbeitet für einen Abgeordneten von Einiges Russland, von Jedina Rossija. Die heißt Maria Katasonova. Und die hat mal in einem Interview zu uns gesagt, vor anderthalb Jahren kannten uns die mit den weißen Schleifen gar nicht. Jetzt haben sie Angst vor uns. Wenn sie wissen, dass wir kommen, ändern sie ihre Aktionen, halten sie geheim. Wir wiederholen immer wieder, wir werden hier in Russland keinen gewaltsamen Umsturz zulassen. Hier wird das nicht gelingen. Nun hat, glaube ich, nie jemand vorgehabt, einen gewaltsamen Umsturz in Russland wirklich herbeizuführen. Dieser Satz ist ein Evergreen der Propaganda. Also das ist etwas, was auch dauernd im Fernsehen und im in der Staatspropaganda wiederkommt, was auch Kosaken gebetsmühlenartig wiederholen. Also diese Gruppen, Kosaken einerseits, dann aber auch diese Gruppe NOD, verbreiten Angst. Ja. Und Schrecken. Ja, und wenn man das länger beobachtet, ja, also was wir ja getan haben, dann kommt man irgendwann zu dem Schluss, dass diese Machtklicke um Putin diese Angst wirklich braucht, um mächtig zu bleiben. Zumindest bilden sie sich ein, dass sie das brauchen. Was mich teilweise wundert, denn die Wahlergebnisse sind ja auch unmanipuliert nicht ganz schlecht gewesen. Ja. Angesichts des Versagens bei der Modernisierung der Wirtschaft und Gesellschaft habe ich den Eindruck, oder vielleicht macht es sie so unsicher, dass sie genau an dieser Stelle die Gesellschaft eigentlich nicht weitergebracht haben. Und mein Eindruck ist, dass diese nationale Befreiungsbewegung auch dazu da ist und eben genau solche Aktionen wie vorm Haus der Kinematografen bei dieser Geschichtswerkstatt in Moskau letztes Jahr dazu da sind, die Angst in die nächste Generation zu überführen. Ich würde da gerne ein Stückchen vorlesen, wie sich das abgespielt hat. Im Haus der Kinematografen in Moskau präsentieren Schüler aus ganz Russland Ergebnisse von Geschichtswerkstätten in Schulen, organisiert von der Menschenrechtsorganisation Memorial. Vor dem Haus spielt Musik, Katjuscha, Schlachtsong der Sowjetunion, Schlachtsong der Schlägertruppen im Russland der dritten Amtszeit Putins, schmissig, ein Volkslied. Sie tragen diese grünen, sackartigen Uniformen aus dem Zweiten Weltkrieg, spielen Akkordeon, rufen Faschist, wenn Leute kommen, die zur Preisverleihung möchten. Eine Lehrerin zum Beispiel. Sie verraten das Vaterland, Faschist, sie sind keine Lehrerin, sondern Huren. Ein Mann schreit mich an. Ich bin ihm nie begegnet. Sie schreiben die Geschichte Russlands um. Warum? Mit ihren Geldern verdummen sie unsere Kinder. Sie sind ein Faschist. Ich halte ihm mein Mikro hin. Er ruft lauter. Ich lächle ihn an. Er versteht dich nicht, sagt er mit dem Akkordeon. Sprechen Sie Russisch? Ja. Er brüllt wieder. Faschist, Sie greifen Russland an. Am Rand steht ganz entspannt Maria Katasonova in hochgeknöpfter Uniform mit Georgsband am Revers. Ein Mann in Jeans und Anorak hält ein Schild. Genug mit den Lügen von Memorial. Der Schreihals ist mit mir fertig. Ich lächle. Er weiß nicht, ob er das erwidern soll. Ich stelle mich an den Rand, warte. Auf einem Transparent steht, wir brauchen keine alternative Geschichte. Dann rufen Sie mal nicht Faschist, sondern Schande, Schande. Die Polizei kommt, setzt an, die selbsternannte Geschichtsreinhaltungstruppe aufzulösen. Katasonova greift zum Telefon, reicht es dem Einsatzleiter. Der strafft seinen Körper, hört zu, nickt, gibt seinen Leuten ein Zeichen. Sie ziehen sich ein paar Meter zurück. Katasonova lächelt breit. Die Schreihälse rufen Ruhm der russischen Polizei. Dann wieder Faschist. Weitere Gäste kommen. Faschisten. Sie spritzen grünliche Farbe, ein Desinfektionsmittel, das nicht mehr rausgeht. Ein Historiker bekommt Farbe ins Auge. Die Provokateurstruppe macht sich lustig. Faule Eier fliegen. Sie müssen zu Hause einen Vorrat davon horten. Hier waren Faschisten vor Faschismus. Ja, so hat sich das abgespielt. Das mit den faulen Eiern ist ein Evergreen dieser Zeit. Wir haben auch schon welche abgekriegt, das geht nicht raus. Man muss die Kleidung wirklich gründlich reinigen lassen. Ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Es ist eine extrem gewaltbereite Stimmung, wenn diese Leute auftauchen. Die werden übergriffig. Es gab mal zum Valentinstag, war das, glaube ich, und angesichts der Verabschiedung dieses Gesetzes gegen die Propaganda von Homosexualität gegenüber Minderjährigen in der Öffentlichkeit,
ein Kiss-In vor der Staatsduma in Moskau und da tauchte eine Gruppe auf, auch, ich weiß nicht, ob die NOD da jetzt bei war, aber die sind regelrecht mit Stativen auf relativ zierliche lesbische Frauen losgegangen, die sich da geküsst haben. Es flogen Eier, es stank bestialisch tagelang überall. Also es ist extrem erschreckend, das mitzuerleben, wie viel Gewalt sich da entfacht. Zwischendurch haben diese Menschen den Ostergruß gebetet, lauthals, um dann erneut zuzuschlagen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sind solche Gruppen organisiert? Achso, ganz kurz, Entschuldigung, um das abzuschließen. Die Polizei hat dann nicht die Gewalttäter festgenommen, sondern die Homosexuellen, die sich geküsst haben. Sie hätten nicht provozieren müssen. Wie sind solche Gruppen organisiert? Muss man sich vorstellen, dass das von ganz oben kommt, gründet euch, oder kommt das aus der Mitte der Gesellschaft? Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Du hast vorhin schon das Georgsband angesprochen, orange-schwarz, das eine besondere Bedeutung bekommen hat. Es ist eine Schleife, die viele Menschen tragen, ursprünglich um der Kriegshelden zu gedenken. Wie ist deine Geschichte mit dem Georgsband? Ja, das ist eine komische Geschichte. Ich fand das Georgsband, das erste Georgsband hat mir mal ein Veteran geschenkt in Sevastopol bei einem Gedenktag auf einem Friedhof dort für Veteranen der Arbeit. Und das war vor der Annexion der Krim, das war glaube ich 2010 oder so oder 2009. Und ich fand das eigentlich eine sehr schöne Geste, so dass dieser alte Mann mir dieses Band schenkt, und habe das an meine Arbeitstasche gebunden. Und dann auch lange getragen, eigentlich bis ins Frühjahr 2012 rein, als ich dann gesehen habe, dass dieses Georgsband vor allen Dingen von diesen Menschen getragen wird, die es einsetzen gegen die Werte, die ich wiederum teile und für die, wie ich finde, wahrscheinlich auch viele sowjetische Soldaten gestorben sind, nämlich die Befreiung Westeuropas von Faschismus, ja, oder großer Teil Europas von Faschismus. Und dann habe ich es abgenommen. Ich trage das heute nicht mehr. Und muss gestehen, es gab eine Zeit, in der das Georgsband wirklich inflationär eingesetzt wurde. Wenn man im Supermarkt vor dem 9. Mai, dem Tag des Sieges, etwas gekauft hat, kriegte man automatisch ein Georgsband geschenkt. Das Georgsband war eine Schleife, an der Orden von Zweiten Weltkriegsveteranen hingen. Das ist dieses orange-schwarze Band, das sind glaube ich 9 oder 7 Streifen untereinander. Und ursprünglich kommt es aus der Zarenzeit, es ist eigentlich schon ein Orden gewesen, der in der Zarenzeit verliehen wurde, der aber eben jetzt zuerst dieses Kriegsgedenken hatte als Symbol und später dann als... Auch in der Ostukraine wird es eingesetzt als Symbol. Genau. In dieser Art von Kampf gegen den Faschismus, der ja auch wiederum als Kampf gegen den Faschismus gelabelt wird, weil das ja auch ein gängiger Begriff ist, den die Leute aus der Sowjetunion kennen, dass sie halt in der Sowjetunion für Antifaschismus stehen. Du warst auf deinen Recherchereisen auch oft in Wolgograd, dem früheren Stalingrad. Ich war im vergangenen Jahr auch dort und habe Radiobeiträge gemacht zum 75. Jahrestag des Überfalls der Wehrmacht auf die Sowjetunion. Und wir waren, ohne dass ich es wusste, an ähnlichen Orten, zum Beispiel auf dem Soldatenfriedhof in Rossoschka, wo es einen sowjetischen Teil gibt und einen deutschen Teil, inzwischen auch eine gemeinsame Kapelle, die dort eröffnet wurde. Dort liegen 50.000 deutsche Gefallene. Und in der Nähe des sowjetischen Teils ist ein kleiner Container, wo Fundstücke aufbewahrt werden. Draußen schon Tür von Opel Blitz, Teile von Panzern, Geschütze sind dort zu sehen. Und in dem Container gibt es sehr beeindruckende Fundstücke, unter anderem eben Dominosteine, die man bei russischen oder bei sowjetischen Soldaten gefunden hat, bei gefallenen sowjetischen Soldaten. Und man hat lange darüber nachgedacht, was
diese Dominosteine wohl bedeuten, bis man darauf gekommen ist, dass diese Soldaten sich erhofft haben, das letzte Spiel noch, was sie zu Hause aufgegeben haben, noch zu Ende zu spielen. Und wenn sie den Stein haben für dieses letzte Spiel, dann kommen sie heil nach Hause. Deine Begegnung mit Wolgograd, mit den Schlachtfeldern da, war sehr speziell. Wie war das für dich da, die Gefühlswelt? Ich finde Wolgograd bzw. Stalingrad immer wieder ein extrem, für Deutschland immer wieder ein extrem emotionales Thema. Ich war da zum ersten Mal und muss gestehen, ich wollte da eigentlich gar nicht hin. Ein Redakteur hatte mich überredet, eine Sendung darüber zu machen. Und ich habe auch gesagt, ich möchte eigentlich keine historische Sendung machen, ich möchte eine Sendung machen darüber, wie Wolgograd heute von dieser Schlacht geprägt wird. Und war ehrlich gesagt ein bisschen nervös, als ich dahin geflogen bin. Und das ist auch ein recht umfangreiches Kapitel in dem Buch und ich würde Ihnen gerne einen Teil daraus vorlesen. Anflug auf Stalingrad, Morgenmaschine. Zum Frühstück gibt es Huhn mit Gretschka, Buchweizen. Das Flugzeug ist halb leer, die Sonne scheint. Gutes Wetter. Ich bin müde von all den Schlachten und Toten in der Erde, übrig geblieben vom Wahnsinn, der die Jungen frisst. Müde vom Erzählen des immer gleichen Krieges mit immer anderen Jungen, die nicht älter werden durften, nie gelebt haben, in immer anderer Erde vergammelt sind. Jetzt also Stalingrad im sandigen Boden der südosteuropäischen Tiefebene. 70 Jahre Stalingrad, das wusste ich zu der Zeit noch nicht, wird der Auftakt zu schlimmsten Militarismus werden. Ich fliege am 8. Mai 2012, dem Tag vor der jährlichen Parade zum Tag des Sieges im Zweiten Weltkrieg. Am 9. Mai sind in Russland alle Veteranen auf der Straße. Es gibt Märsche, Panzer und Reden, was man halt so für eine Radiodokumentation braucht. Routine. Ich habe beschlossen, dass das meine letzte Sendung über den Zweiten Weltkrieg wird. Meine letzte Schlacht des letzten großen Krieges, der die Mythen von Helden und Opfern geschaffen hat. Von Tapferkeit und Kriegswende im bald trockenen Gras an der Wolga, wo einst Stalingrad stand. Ich bin müde von den Kämpfen, vom Sterben und von der Schuld, die die Erde auf den Feldern ausschwitzt und der Sühne, dem Sieg, dem Saufen. Ich nicke immer wieder weg. Halbschlaffantasien. Abflug aus Stalingrad. Ein Flugzeug am Boden, laufender Propeller, feldgraue Gestalten drängeln sich, versuchen in das Flugzeug zu kommen. Adi war hier, unser Nachbar, damals. Viel jünger als ich heute, Adolf Eidam, Autopolsterer aus Hamburg-Barmbek. Er schlief nicht, ging nachts, ruhelos, wandernd wie die Splitter in seinem Körper. Adi saß vor dem Fernseher, rauchte, Rothändel. Trank Astra, Bismarck-Sprudel, wählte Schmidt. Saß in einem der letzten Flugzeuge, die Stalingrad verlassen haben. Mein Wachtraum ist schwarz-weiß. Ich bin nervös wegen der Recherche. Nicht wegen der Recherche, eher wegen der Emotionen. Das Land erzwingt die Auseinandersetzung. Die Sowjetunion unter Stalin hielt die Opferzahlen klein. Nach dem Krieg wurden die Leichen oft nicht geborgen. Beim Blick aus dem Fenster auf die graugrüne Landschaft drängt sich die Frage auf, sind alle Leichen geborgen? Die Erde neben der Rollbahn schwitzt die Leichen aus. Ich kann es sehen, sie ist voll mit ihnen. Wie viele der Männer hatten noch nie geküsst, bevor sie ums Überleben kämpften, töten mussten, getötet wurden, wollten küssen, nicht vergewaltigen, waren dabei, als gemordet wurde, wollten überleben. Ihre Körper vergammelten im sandigen Boden der südosteuropäischen Steppe. Das Flugzeug setzt auf, Landung dort, wo Adi abflog. Gumrak, Behelfsflughafen im Kessel, Schlaglöcher, Landschaft in Schwarz-Weiß, voller Soldaten, Schnee, das letzte Flugzeug, Heinkel HE-111. Das Höhenruder halb zerschossen, Morgendämmerung, Schüsse, Soldaten hängen an Tragflächen am Fahrgestell, reißen an Türen, finden keinen Halt, fallen, sterben. Sonnabend, 23. Januar 1943, Adi war drin, im letzten Flugzeug, in einem anderen. Wie viele Letzte gab es, bis das Letzte weg war und die Letzten im Eis allein blieben? Gesichter gibt es keine mehr, ihre Furchen sind die Landschaft. Adi schlief nicht, er wanderte nachts. Ich konnte es durch die Wand hören, der Airbus schlingert kurz, wird langsamer. Grodgeroy, Wolgograd, Heldenstadt.
Rote Letter ragen vom Dach des Flughafens in die Höhe, daneben ein goldener Sowjetstern. Gewonnen wird unter Hammer und Sichel, das ist hier seit 100 Jahren so. Symbole einer Zeit, die vergangen und doch nie vorüber ist, erneuert auf der Überholspur, seit Putin uneingeschränkt durchregiert. Am 8. Mai 2012 war er gerade mal einen Tag wieder im Amt. Mehr als 2000 Kilometer von Berlin entfernt flimmert die Luft über den Feldern um Wolgograd. Im Mai ist das Gras noch grün. Gestrüpp, Grillen, auf einem kargen Baum Krähen, sonst Horizont. Die Erde liegt im Dauerfieber, neben den Friedhöfen, irgendwo eine Stunde weit von Stalingrad entfernt, letzte Zuflucht tief unter der Erde in der Schlacht der Erdmenschen, in Löchern degeneriert zum Überlebenden, Gefangenen, Toten, Helden für Führer, Volk und Vaterland, für die Heimat Sowjetunion. Für Stalin stellen wir dich an die Wand, die noch steht, wo kein Stein mehr auf dem anderen und keine Wand um dich, um die zu erschießen, die die Angst nicht hinnahmen und den Wahnsinn nicht ertrugen. Denn es geht voran. Schaut ins knöchelhohe Gras, Knochen. Eine Kuh oder ein Pferd, die Schulter wohl. Eine Feldküche wahrscheinlich, Konservendosen ganz vom Rost zerfressen. Eine Handvoll Patronen für eine Mauser, nicht abgefeuert. Darunter die Knochen der Soldaten. Die Erde schwitzt die Toten aus, ruhelos die Lebenden. Denis Derjapkin geht zweimal im Jahr in seiner Freizeit mit ein paar Freunden Leichen bergen. Ich kann nicht einfach vorbeigehen. Sie suchen mit Metalldetektoren. Finden Sie etwas, graben Sie, exhuminieren die Soldaten. Versuchen Sie zu identifizieren und würdig zu bestatten. Das waren unsere Mitbürger. Die sind nicht einfach so auf diesem Feld umgekommen. Die haben unser Land verteidigt und deshalb ist vieles anders geworden. In der Stille des Feldes bis zum Horizont die nicht leben durften, ihre Schuhe. Klappspaten, Helme, Granatsplitter, Reagenzgläser, ein Feldlazarett. Viele liegen zu tief, sagt Dennis, dann finden wir sie nicht mehr. Und wenn sie im Lazarett waren, dann haben sie nichts Metallenes dabei, dann finden wir sie auch nicht. Denis Derjapkin ist in Wolgograd aufgewachsen. Als Kind hat er mit den anderen auf den Feldern vor der Stadt hinter den sowjetischen Wohngebieten gespielt, nicht mit Holzgewehren. Sie nahmen, was sie fanden, haben Krieg am historischen Ort gespielt. Einigen fehlt deshalb die Hand oder ein Fuß, sagt Denis. Seit Generationen spielen die Jungs in Wolgograd die Schlacht der Sechsjährigen, der Zehnjährigen, das Spiel von Helden und Verlierern, das sie im Fernsehen sehen, in Büchern lesen, das sie neuerdings wieder beim Wehrkundeunterricht lernen. Werden sie älter, werden die Kriege real in Tschetschenien, in Georgien und der Ostukraine. Sterbend werden sie ihre Jungsspiele verfluchen. Nach dem Krieg wurden die Felder wieder bestellt. Die Traktoren fuhren die auseinander, die an der Oberfläche lagen, Totenacker. Jahr um Jahr trennten sie Schädel und Gebeine voneinander. Heute sind die Knochensplitter so klein, dass wir sie kaum noch identifizieren können, sagt Denis. Aber dann siehst du so kleine Soldatensachen, Munitionsstücke, und dann wird dir klar, das hier war ein Mensch. Viele wurden einfach in Bombentrichter geworfen, lag der Kopf oben, trennte der Pflug ihn ab und der Schädel rollte ein bisschen über das Feld. Alle haben das gesehen und keiner hat etwas gesagt oder dagegen gemacht. Das verstehe ich nicht. Als Wolgograd ein Dreivierteljahr später am 3. Februar 2013 den 70. Jahrestag des Endes der Schlacht begeht, fahren natürlich Panzer über den Platz der gefallenen Kämpfer im Zentrum der Stadt. Wolgograd wird für einen Tag in Stalingrad umbenannt. Beim offiziellen Festakt im Sportpalast von Wolgograd spielen die jungen Leute in historischen Uniformen die Schlacht nach. Flugabwehrgeschütze, Birkenstämme, Sandsäcke. Dazu auf Leinwänden historische Aufnahmen. Präsident Putin nennt den Mut und das Heldentum der Verteidiger von Stalingrad beispiellos und vorbildlich, auch für das heutige Russland. Stalingrad wird für alle Ewigkeit ein Symbol der Einheit und Unbesiegbarkeit unseres Volkes sein. Ein Symbol echten Patriotismus. Solange wir uns Russland hingeben, unserer Sprache, Kultur, unseren Wurzeln, unserem nationalen Gedächtnis, ist Russland unbesiegbar. Unbesiegbar ist das Wort, das man sich merken muss. Einheit und dadurch Unbesiegbarkeit, das ist Putins Ziel.
Das muss man wissen, darauf muss man sich vorbereiten. Das konnte man am 9. Mai 2012 nur ahnen, aber noch nicht wissen. Immerhin war Putin zu der Zeit erst seit 2 Tagen wieder Präsident. Dann klingelt bei dir das Telefon am 27. Februar 2014. Wer ist dran und was sagt er? Es war spät abends. Ich war allein und das Telefon klingelt. Es war ein Redakteur aus Berlin dran, der sagte, er hätte hier eine Meldung von einer Agentur, dass 2000 russische Soldaten auf der Krim einmarschiert werden. Und ich habe zu ihm gesagt, hör mal, das ist Quatsch. Ja. Die haben eine ganze Truppe in Sewastopol stehen, die müssen nicht 2000 Leute aus Russland auf die Krim fahren, wenn sie da was wollen. Außerdem ist es völlig unlogisch, die Krim zu besetzen. Allein die internationalen Folgen wird Putin nicht riskieren. Das Verhalten ist vollständig irrational. Das war das, was ich ihm gesagt habe. Und dann haben wir beschlossen, doch mal ein bisschen abzuwarten. Die Agentur hatte sich in den Tagen vorher schon immer mal so ein bisschen geirrt und war nicht so sicher. Und dann verdichtete sich aber das Ganze und wir haben dann 3 Stunden später auch nachts gesendet, dass wirklich 2000 Soldaten auf der Krim einmarschiert sind und anfingen, die ukrainische Armee zu entwaffnen. Und es war damals noch die Zeit, in der von kleinen grünen Männern gesprochen freundliche wurde, weil Menschen. Freundliche, ja. Von freundlichen Menschen gesprochen wurde, denn diese Menschen trugen keine Hoheitsabzeichen. Ja. Man wusste nicht ganz genau, wer das sein sollte und Vorwürfe, das könnten russische Soldaten sein, wurden abgetan. Später hat Putin das ja bestätigt, ja, dass es russische Soldaten sind. Ich meine, das war ja auch für jeden sichtbar irgendwann, was da passiert. Das kann man ja nicht verstecken, sowas. Und dieses Erleben, erstmal dieses Ereignis, die Krim wird besetzt, ist für einen Journalisten in Moskau natürlich so ein Moment, wo man wahrscheinlich denkt, das kann nicht wahr sein. In welcher Welt lebe ich jetzt? Ja, das ist ja etwas, was auch sehr interessant ist in den letzten Jahren, dass immer mal wieder Dinge aufgetaucht sind, von denen man glaubt, dass sie so irrational sind, dass sie nicht passieren werden, ja. Und dann stellt man fest, dass man mit den Vorstellungen von rationalem Handeln, auch von Handeln, um die eigene Gesellschaft weiterzubringen, um Strukturen zu festigen, vielleicht nicht mehr weiterkommt. Dass man versuchen muss, die Rationalität zu verstehen, die dahinter steckt. Dazu kommt ja, dass Leute wie Lavrov, Außenminister Lavrov, den ich lange für einen durchaus vertrauenswürdigen Diplomaten gehalten habe, dem ich auch begegnet bin, als er noch bei der OSZE im Kosovo gearbeitet hat. Ich bin ihm mal in Straßburg beim Europarat begegnet. Ich habe den Mann für sehr seriös gehalten. Und der erzählte mir was völlig anderes als das, was ich eigentlich wahrnahm. So dass dann auch immer wieder bei mir zumindest und bei den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, Zweifel aufkommen, ob unsere Wahrnehmung stimmt. Wir haben angefangen, das alles zu überprüfen, denn es könnte ja sein, dass wir einen Realitätssprung haben. Dass das, was wir sehen, nicht stimmt. Und haben aber immer wieder festgestellt, dass das nicht so ist, in den größten Teilen. Man kriegt dann ja auch Vorwürfe per Mail, per Telefon. Da melden sich Hörer oder Leser, die einem dann vorwerfen, man sei gesteuert, man bekomme seine Anweisungen aus Deutschland oder im schlimmsten Fall sogar aus Washington. Wie bist du damit umgegangen? Ich habe das ignoriert. Also ich habe das teilweise erheitert zur Kenntnis genommen. Wenn sie höflich waren, habe ich geantwortet. Manchmal habe ich auch geantwortet, wenn sie unhöflich waren, um rauszukriegen, was da kommt. Aber tendenziell habe ich mir das nicht zu Herzen genommen. Ich finde, man kann selbst entscheiden, wer einen beleidigen kann und wer nicht. Und das war teilweise so irrational, dass ich... Das sind ja auch Leute unterwegs, die in großen Buchstaben NATO-Bonzen, Sau, Herr Franke, wie viel zahlt Ihnen die NATO für diese dreckigen Lügen, die Sie verbreiten? Oder wenn Putin so schlimm wäre, wie Sie geschrieben haben, dann hätten Sie schon einen nicht aufklärbaren Unfall gehabt und solche Sachen. Gar nicht erst ignorieren. Ne? Es hat im Zuge dieses Konflikts und des Krieges, der dann entstanden ist, Streitigkeiten auch gegeben, nicht nur unter Journalisten,
sondern auch in Familien. Es hat Trennungen gegeben, Scheidungen. Hast du sowas auch erlebt? Naja, Trennung nicht, Scheidung nicht, aber Entfreundungen, wie man heute in den sozialen Netzwerken sagen würde? Ich habe das nicht erlebt persönlich, aber ich habe in meinem Umfeld das häufig gesehen, dass sogar Ehen kaputt gegangen sind darüber. Dass man, ich habe heute noch einen guten Bekannten, der mit einer Russin verheiratet ist in Berlin und der bei einer Menschenrechtsorganisation arbeitet. Und die haben einen Dauerkonflikt genau an der Stelle. Sie guckt sehr viel russisches Fernsehen und er argumentiert dagegen an und schafft es nicht immer so. Also da, ich habe es mitgekriegt, dass Leute auf Facebook sich selbst auf Facebook entfreundet wurden, sich unglaublich zerstritten haben. Es sind im Umkreis, nicht bei mir, aber wirklich enge, langjährige Freundschaften aus den 90er Jahren kaputt gegangen. Das hat richtig gespalten und Zwietracht gesät zwischen den Leuten, diese Art von Propaganda und auch Hörer- und Leserpost, die wir auf einmal bekommen haben. Ja. Auf eine Sache wollte ich noch eingehen. Bürokratie ist sehr wichtig in Deutschland, in Russland noch viel mehr. Der Stempel und vor allem ein runder Stempel ist mit das Wichtigste, was es im Leben gibt in Russland. Du hast mal versucht, einen runden Stempel zu bekommen, weil du dich registrieren musstest in Sibirien, in einem sibirischen Städtchen. Ja. Das war nicht so einfach, glaube ich. Nee. Ich werde es doch vorlesen, ich wollte es eigentlich so erzählen, aber ich glaube, es ist pointierter. Wer in Russland länger als 7 Werktage an einem Ort ist, muss sich registrieren, das heißt polizeilich melden. Die russische Bürokratie ist eine Herausforderung. Sie müssen zur Post gehen, sagt meine Vermieterin. Dort ist ein Schalter, an dem geht das. An dem Schalter steht eine Frau, die mich entgeistert anschaut. Wer hat sie denn geschickt? Niemand. Ungläubiger Blick. Beratung mit ihrer Kollegin. Sie müssen doch bei irgendeinem Betrieb oder einem Institut zu Gast sein. Bin ich aber nicht. Ich bin einfach so hierher gekommen. Und was machen Sie dann hier? Na, ich jogge morgens in Ihrem schönen Wald, wenn das Wetter mitspielt, gehe ich an den Strand Ihres schönen Sees, lege mich dorthin und lerne Russisch. Sie blickt mich strafend an. Einfach so zu reisen und sich als westlicher Ausländer frei zu bewegen, ist ihr suspekt. Wer begleitet Sie? Niemand. Ich bin ganz allein gekommen. Wie einfach so? Mittlerweile sind Sie zu dritt hinter dem Schalterfenster. Finstere Minen, skeptische Blicke. So geht das aber nicht. Ich versuche, die sowjetischen Ladies tot zu flirten. Registrieren Sie mich trotzdem? Ihre Blicke durchbohren mich. Gehen Sie zur Polizei. Zur Polizei? Oder zur Migrationsbehörde? Sie sind Ausländer. Aber ich lebe in Moskau und bin dort gemeldet. Ich habe ein Dauervisum und eine Akkreditierung beim Außenministerium. Ich brauche lediglich eine Registrierung für Akadem Gadadok. Was machen Sie dann hier? Den Hinweis hatten wir schon in freundlicherem Tonfall. Sie schließt ihren Schalter und steht auf und geht. Technische Pause steht auf dem Schild. Aufgeben gilt nicht, denke ich, zumal ich gar keine Wahl habe. Ich würde mich strafbar machen. Das war so eine etwas lockerere Episode in deinem Buch, in dem es viel um Angst geht. Gibt es denn noch was Positives? Es gibt immer was Positives. Wo ist das Positive in Russland? Wir haben jetzt tatsächlich viel über negative Gefühle gesprochen. Und Journalisten, speziell den Journalisten, die in Moskau gearbeitet haben oder noch arbeiten, wurde oft vorgeworfen, sie seien russophob oder würden das Land nicht lieben. Das ist ja Quatsch. Ich glaube nicht, dass Journalisten, die über ein Land berichten, ein Land lieben oder
oder russophob sind oder was auch immer, sondern wir beobachten ja Dinge und geben die wieder und recherchieren, ob das stimmt, was wir beobachten, und schreiben das dann auf. Und manchmal beobachten wir Entwicklungen, die besorgniserregend sind. Nun ist es aber so, dass es natürlich in Ländern wie Russland und bei solchen besorgniserregenden Entwicklungen immer noch sehr, sehr viele Menschen gibt, die zauberhaft nett sind, die sympathisch sind. Es ist ein riesiges, wunderschönes Land mit wahnsinnig interessanten Landschaften. Es ist unglaublich vielseitig. Es leben mehr als 100 Völker in diesem Land, inuite Völker, genauso wie ethnische Minderheiten, Koreaner, Kasachen, was auch immer. Das ist schon faszinierend, auch die Weite. Und je weiter man von Moskau wegkommt, desto angenehmer, finde ich, wird dieses Land auch. Also ich finde, man muss das voneinander trennen, ja? Die Berichterstattung über Land und Leute und die Besorgnis, wenn ein Land sich so abkehrt von dem Weg der Freiheit und versucht, Dinge zurückzubauen. Ich meine, Putin kommt aus dem Geheimdienst, er steht für den Geheimdienst, er hat das nie geleugnet. Und was wir hier sehen, ist, wie eine ehemalige Geheimdienstklicke eine ganze Bevölkerung kujoniert. Das ist natürlich negativ, klar. Und als Journalist und politisch denkender Mensch kann ich das nicht übersehen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt bewusst negativ über dieses Land berichte. Sondern es ist natürlich, und davon lebt ja Journalismus auch, von negativen Nachrichten. Und da müssen Sie alle nur Ihr eigenes Medienverhalten ein bisschen betrachten. Eine Tagesschau voller glücklicher Meldungen ist irgendwie dann nach 5 Minuten auch nicht mehr so spannend. Ja. Und Sie wollen natürlich auch wissen, wenn irgendwas Schlechtes auf dieser Welt passiert und es möglichst detailgenau und gut recherchiert wissen und sich darauf verlassen können. Und dann kommt es, gerade wenn das flankiert wird von so einer doch, wie ich fand, sehr überraschenden Bewegung, die unsere Berichterstattung, wie ich finde, ungerechtfertigt kritisiert hat, uns aber dazu gezwungen hat, das alles noch mal gründlicher zu überprüfen. Da kommt es natürlich dazu, dass man plötzlich so dasteht, als würde man negativ berichten, ja? Als wäre man voreingenommen. Und natürlich muss man die Frage dann auch mal sich selbst stellen, ob man voreingenommen ist oder nicht, und das noch mal kritisch überprüfen, klar. Aber die Faszination, die von Russland ausgeht, auch die positive Faszination, die von dem Land ausgeht, auch von Teilen der Literatur, die ich großartig finde, von Musik, die ist natürlich da, ja, wird aber überschattet vom Negativen, leider. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen. Bevor Sie die Möglichkeit haben, das Buch von Thomas Franke käuflich zu erwerben und auch noch vom Autoren persönlich signieren zu lassen, wollen wir nochmal, ich denke, das ist bestimmt von Ihrem Interesse, eine Fragerunde starten, wenn Sie Fragen haben. Wir haben ein Mikrofon und ich weiß nicht, ob wir jede Frage einzeln machen oder Fragen sammeln. Wenn Sie Fragen haben, vielleicht gerade. Sie haben den Untertitel Einblicke in die post-sowjetische Seele. Nun hat man ja schon viel gehört von der russischen Seele und wusste auch da nicht genau, was das ist. Was ist A, die sowjetische Seele bei Ihnen? Und B, kommt mir der Gedanke, wenn man von der Seele spricht, dass es hauptsächlich um Gefühle geht. Es will nicht in meinen Kopf, dass die politische Entwicklung in der post-sowjetischen Zeit nur auf Gefühlen basiert. Tut sie auch nicht. Haben Sie beobachten können, wo die Trennungslinien herkommen? Ich glaube, es ist sehr schwer, weil Sie ja erzählt haben, dass da sogar der Riss durch Ehen ging. Aber es ist so schwer zu begreifen, welche sozialen oder Erfahrungsursachen, das weiß man ja inzwischen, aber welche sozialen Bedingungen von heute dazu beitragen, dass diese Spaltung zwischen aus unserer Sicht fortschrittlichen Menschen, demokratisch gesonnenen Menschen und Menschen, die Angst haben, Angst schüren, Angst ausnützen.
Es ist keine Definition von Seelenleben, die Sie in dem Buch finden. Ich finde es auch sehr schwierig, sich dem anzunähern. Deshalb sind es Einblicke. Wir haben es mit einer zutiefst traumatisierten Gesellschaft zu tun, die eigentlich, glaube ich, keine Zeit hatte, in der sie mal dieses Trauma hätte überwinden können und keine Generation, die das nicht mitgetragen hat. Und das Ganze wurde verstärkt natürlich durch die Situation in den 90ern in Russland. Das heißt, wir haben es mit einem zerrissenen Weltbild auch häufig zu tun, mit einem schwierig zu begreifenden, bei dem ich mich dann oft gefragt habe, wo kommt denn dieses krude Denken jetzt wieder her? Oder warum glauben die Leute Dinge, die offensichtlich für mich völlig indiskutabel falsch erscheinen. Ich glaube, das ist ein bisschen das, worum es in der post-sowjetischen Seele geht in Russland. Mit dem Begriff russischen Seele kann ich nichts anfangen übrigens, weil das Land ist viel zu vielfältig. Aber man kann sich dem Ganzen, glaube ich, über Brüche, Ängste und Traumata der Sowjetunion und der post-sowjetischen Zeit nähern. Und auch über das Reaktivieren der Trauma der Stalinzeit und des Zweiten Weltkriegs natürlich, der in Russland immer wieder, der nicht verarbeitet wird. Also mein Eindruck war zum Beispiel zum Zweiten Weltkrieg, und das war so eine Erkenntnis, die ich irgendwann hatte. Ich war der Meinung, wer sich so viel mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt wie einmal die Sowjetunion, aber dann auch die russische Gesellschaft, und ich würde sehr stark voneinander trennen wollen, die Sowjetunion und Russland. Das sind zwei unterschiedliche Dinge und zwei unterschiedliche Gesellschaften und Länder, auch wenn das gerne vermischt wird. Ein Land, das sich so viel damit beschäftigt hat, dann müssen die Leute doch wissen, wie Faschismus zustande kommt und Totalität, wie Kriege geschürt werden. Und ich fand nichts. Das Wissen ist äußerst oberflächlich. Es ist auf Versöhnung, und wir sind ja nur Menschen und Werkzeuge von Mächtigen, fast reduziert. Und es gibt Geschichtsbilder, die mit dem, was ich unter Geschichte verstehe, nichts zu tun haben. Und das von durchaus einflussreichen Leuten. Es gibt einen obersten Ataman der Kosaken, der im Umfeld des Präsidenten auch angesiedelt ist, der mir abenteuerliche Geschichten darüber erzählt hat, wie Hitler und Röhm es geschafft haben, ein homosexuell-faschistisches Reich zu gründen. Und als ich gesagt, Entschuldigung, das habe ich irgendwie anders in Erinnerung, hat er gesagt, ja, aber ich habe Geschichte studiert. Ich habe das auch mal Geschichte studiert. Aber da ist dann auch keine Diskussion mehr möglich. Und dieser Mann ist durchaus einflussreich, auch auf Jugendliche. Und die geben diese Art von Geschichtsbildern weiter. Und das ist vielleicht auch ein Teil, dass es einfach kein oder bei vielen Leuten völlig krude, also aus dieser Situation heraus völlig krude Dinge entstehen können, inhaltlich. Es ist schwierig, sich dem Begriff zu nähern. Aber ich meine, Sie können es ja mal lesen. Und mir dann sagen, ob es gelungen ist. Kleine Anmerkung zum Thema russische Seele. Der in Berlin lebende russische Journalist Boris Schumatzky hält diesen Begriff russische Seele für zutiefst rassistisch. Ja. Einfach ein positives Vorurteil, das nicht länger benutzt werden sollte. Noch ich bin im hinteren Teil des Saals. Oh. Ja. Ich habe zwei Fragen, die hängen vielleicht miteinander zusammen. Die erste ist, kann man die Geschichte des putinschen Russlands einteilen in Stadien? Kann man sagen, das waren die Jahre des so und so und das waren die Jahre des so und so? Zweite Frage, hat der einen Masterplan oder reagiert der eher situativ? Das finde ich jetzt auch spannend. Also ist er jetzt so das Brain hinter allem oder reagiert er eher auf das, was er zu fassen kriegt, Putin? Ich weiß nicht, ob man das einteilen kann. Sicher hat sich die Macht Putins ja auch entwickelt. Als er 2000 die Macht übernommen hat von Jelzin, hat er das Land aufgebaut und stabilisiert. Und ich war zwischendurch ein paar Jahre nicht in Moskau und bin 2011 in Moskau das erste Mal gewesen nach, glaube ich, 5 Jahren. Habe die Stadt nicht wiedererkannt und dachte, wow, die haben ganz schön was geschafft. Ich war echt positiv überrascht, wie Moskau sich verändert hat in der Zeit. Von Anfang der 2000er bis 2011.
Und hatte einen sehr positiven Eindruck von Putin zu der Zeit auch und auch von der Zeit von Medvedev, mit Abstrichen natürlich, wenn es um Zivilgesellschaft, Menschenrechte und so weiter geht. Aber an der Stelle erstmal, was das Leben anging, ja. Ob man das in Phasen einteilen kann, ich bin da mal so ein bisschen vorsichtig, weil ja doch irgendwie alles fließt, ja, wenn es um Geschichte und Entwicklung von Gesellschaften geht. Der Masterplan, da müsste ich spekulieren, das mache ich ungern, aber ich finde, Masterpläne haben immer so was Verschwörungstheoretisches. Und nun ist Russland ja vielleicht auch ein bisschen das Mutterland von Verschwörungstheorien, aber ich glaube nicht, dass es da einen Masterplan gibt. Dazu ist es zu komplex. Aber wie gesagt... Ja. Vielleicht daran anschließend an die Frage meines Vorredners. Sie schildern ja sehr anschaulich die, sag ich mal, Brutalität und Gewaltbereitschaft in der russischen Gesellschaft. Und wir alle kriegen vor Augen geführt, sag mal, wie niedrig die Schwelle in Russland ist, Konflikte im Inneren wie im Äußeren mit Gewalt oder mit militärischen Mitteln zu lösen. Wie weit halten Sie denn die Ängste unserer östlichen Nachbarn und der baltischen Republiken für real, dass da militärische Konflikte provoziert werden, dass einmarschiert wird. Und daran anschließend müssen wir uns hier darüber auch mehr Gedanken machen, müssen wir dafür auch Angst haben. Ja, ich glaube, die Gewaltbereitschaft ist nicht in der gesamten russischen Gesellschaft, sondern in Teilen, die durchaus dominante Teile der Gesellschaft sind. Also ich würde das differenzieren, es sind 135 Millionen Menschen, da ist das Generalisieren sehr schwierig, finde ich. Aber es ist der dominante Teil, der diese Gewaltbereitschaft meiner Ansicht nach hat, oder ein dominierender Teil. Ich finde die Angst östlicher europäischer Staaten extrem berechtigt, wenn die russische Armee bei einem Manöver die Schlacht um Warschau nachstellt und übt, dann finde ich es vollständig berechtigt, dass Balten und Polen Angst haben. Und ich sehe auch ehrlich gesagt, es wird oft behauptet, die NATO sei aggressiv gegenüber Russland. Ich sehe die Tatsache, dass die NATO Truppen an die russische Grenze verlegt, ins Baltikum, als Reaktion, nicht als Aktion. Jetzt habe ich hier hinten einen Herrn. Ja, ich weiß nicht, stehe ich vielleicht auf, sehen Sie besser. Mich hat das sehr erinnert an Ihre Schilderung von Begegnungen mit Familien und mit Menschen in einem Hotel und so weiter. Ich habe das auch so erlebt in Petersburg und auch in anderen russischen Städten war ich nicht alleine unterwegs, sondern mit Studenten und die waren als junge Deutsche, ich war ja viel älter, sehr empört, was die für Ansichten hatten. Ich habe die immer versucht zu beruhigen abends. Ja, das ist Antisemitismus, was die da reden und das ist super nationalistisch. Ja, es ist auch großrussischer Chauvinismus, alles richtig. Aber habt ihr nicht gemerkt, dass die uns immer wieder auch beigebracht haben, dass sie sich entehrt fühlen durch den Westen, auch durch Westler, gar nicht, weil wir böse zu denen waren oder unhöflich, sondern sie haben das Gefühl, wir wären ihnen überlegen, sie sagen das aber nicht. Wir wären kulturell und zivilisatorisch überlegen und ich habe das ständig gespürt und habe das einfach mal bei einem jüngeren Familienmitglied von denen, mit dem ich mich nur einzeln getroffen habe, zur Sprache gebracht und er hat dann gesagt, genau das ist das. Und das ist auch das, denke ich heute oft, was Putin sehr gut sich nutzbar machen konnte. Dieses Demütigungsgefühl, was sie dem Westen gegenüber haben. Ich habe dann gesagt, Mensch, ihr, die ihr uns befreit habt, ihr, die ihr eine gewaltige Literatur habt, die großartige, die ihr so großartige Komponisten habt, wie kann es sein, dass ihr euch uns gegenüber so unterlegen fühlt? Ich finde eher, wenn ich das alles betrachte, dann bewundere ich euch maßlos. Und der hat gar nichts gesagt. Er hat einfach geschwiegen und gestaunt. Da haben Sie recht mit dem, was Sie sagen. Es ist so, dass das geschürt wird. Ja? Russland war in den 90er Jahren am Boden, die Gesellschaft war am Boden. Viele von Ihnen werden sich sicher erinnern, dass Sie Pakete nach Petersburg in die Partnerstadt geschickt haben.
Und diese Art von Propaganda spielt damit, das vergessen zu machen und eine Demütigung einzuziehen in die Gesellschaft, die sie gar nicht haben muss, meiner Ansicht nach. Das finde ich ein Verbrechen an den eigenen Leuten, ihnen einen Minderwertigkeitskomplex einzureden, um darauf eine Großmacht aufzubauen, die es nicht gibt. Wenn man davon ausgeht, dass Russland oder dass Putin Russland wieder zur Großmacht machen will, ja? Fangen Sie noch mal an. Wenn man davon ausgeht, dass Putin die Absicht hat, Russland wieder zur Großmacht werden zu lassen, welche Rolle wird der Kaukasus spielen? Welcher Teil des Kaukasus? Naja, da wo die Krüge, ich meine, der ist jetzt mehr und mehr islamisch geprägte Kaukasus. Ja, also wir reden über Nordkaukasus, nicht über den Südkaukasus. Wir reden nicht über Georgien, Armenien, Aserbaidschan, sondern über die russischen Republiken im Nordkaukasus. Die sind unruhig, ja klar. Das ist ein dauernder Unruheherd. Und das ist natürlich auch Quelle von Widerstand und von einer Auseinandersetzung zwischen Sicherheitskräften und Menschen, die sich abgehängt fühlen. Sehr interessant ist, wenn man mal von Moskau zum Beispiel nach Kabardino-Balkarien fliegt, dann wird man, obwohl es ein Inlandsflug ist, stärker kontrolliert, und zwar nicht nur auf Waffen und Sprengstoff, sondern auch auf Drogen, auf alles Mögliche, als bei einem Flug von Berlin nach Moskau, was ja immerhin ein internationaler Flug ist. In Kabardino-Balkarien sieht eine normale Straßenkontrolle aus wie ein Checkpoint im Kosovo 1999 nach dem Krieg. Mit Sandsäcken, mit Schützenpanzern, mit allem drum und dran. Da kann man sich fragen, ist das berechtigt oder ist das nicht berechtigt? Und natürlich taucht die Frage auf, was war zuerst da? Das Abhängen einer ganzen Bevölkerung, die als Schwarze, als Neger bezeichnet wird von einigen oder von vielen Menschen in Russland, die also diskriminiert werden wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit, oder der Terror, der Widerstand gegen dieses Regime. Das ist so die Henne-Ei-Frage, die ist schwierig. Das heißt jetzt nicht, Gewalt zu rechtfertigen, natürlich nicht, aber dort ist eine Spirale aus Gewalt und Gegengewalt in Gang, die mal mehr, mal weniger auftaucht. Das macht es schwieriger. Und wenn man sich anguckt, dass in Tschetschenien Kadyrov sich auch einen Dreck um russische Gesetze kümmert und das offensichtlich machen kann, dann ist da was falsch. Welche Rolle diese Republiken dabei spielen, Russland wieder zur Großmacht zu machen, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Aber sie sind ein dauernder Unruheherd. Ja. Wir haben noch Zeit für eine Frage, würde ich sagen, bevor das große Buchsignieren losgeht. Als der Konflikt in der Ukraine eskalierte, dann gab es ja immer wieder hier diese sehr stark vertretene Position, dass vieles an dem Agieren der USA und der NATO läge, dass die USA so agiert hätten, dass es ungeheuer bedrohlich auf Russland gewirkt hätte, dass Putin nur eine weit verbreitete Empfindung der Bevölkerung ausdrücke, dass man eingekreist würde, dass die NATO sich nicht an Verabredungen hielte und so weiter. War da aus Ihrer Sicht etwas dran oder ist, ja, wie schätzen Sie das ein? Es war ja in Deutschland ein unheimlich stark vertretenes Argumentationsmuster. Ja, das hält ja auch an. Also das ist ja immer noch eine stark vertretene Meinung. Da gibt es mehrere Punkte, die mich da skeptisch machen, ob das so hinhaut mit dem Bedrohungsszenario oder ob das etwas ist, um auch die Reihen zu schließen und sich wieder stärker zu positionieren. Also erstmal muss man sich geografisch, finde ich, angucken, wenn man sagt, die NATO rückt dichter an Russland ran. Also erstmal muss man Russland und die Sowjetunion voneinander trennen, meiner Ansicht nach. Die Sowjetunion existiert nicht mehr. Und dieses Manfred Wörner, damals NATO-Generalsekretär, zugeschriebene Zitat, ist ja nicht belegt. Und es gibt ja Leute, die angeblich dabei waren, die behaupten, das habe es nie gegeben. Diese Zusage. Wir wissen es also nicht. Die Zusage, dass die NATO sich nicht nach Osten ausweiten wird. Dann sehe ich sehr wichtig, dass Länder, die sich von der Sowjetunion
emanzipiert haben und das ja durchaus auch schmerzhaft und blutig getan haben, wie die baltischen Länder, schon frei entscheiden sollten, welchem Bündnis sie sich anschließen und wem sie mehr vertrauen, der NATO oder dem russischen Nachbarn. Gleiches natürlich bei Ländern wie Polen sowieso. Und diese Reklamation Russlands, den ganzen postsowjetischen Raum als Territorium zu verhaften, auf das sie ein quasi Vetorecht, das Selbstbestimmungsrecht der Völker haben, halte ich für äußerst fragwürdig. Dann gibt es die bekannten Fakten, NATO-Russland-Rat, Stärkung des Militärs, Einladung zu Kooperationen. Russland war im Kosovo dabei, das war unter NATO-Führung, UN-Mandat. Also das ist gar nicht unbedingt konfrontativ angelegt gewesen in den 90er Jahren, dieses Verhältnis. Das ist es erst in den letzten Jahren geworden. Und last not least, geografisch ist das Ganze interessant. Also wir haben diese Argumentation ja auch gehabt, als Montenegro als NATO-Mitglied aufgenommen wurde, beziehungsweise sie sind noch nicht aufgenommen, ich glaube, der Ratifizierungsprozess ist in zwei NATO-Ländern noch nicht durch, dass Russland wieder dichter, dass die NATO wieder dichter an Russland gerückt ist, das ist mit Montenegro totaler Schwachsinn. Das ist weit weg an der Adria, nicht? Und Griechenland und die Türkei sind viel dichter dran und schon lange NATO-Mitglieder. Also wenn wir das geografisch betrachten und gucken, wo treffen NATO und Russland wirklich aufeinander, dann haben wir ein kleines Stückchen Grenze oben im Norwegen, dann haben wir das Baltikum und Polen zur Exklave Kaliningrad. Dann kommt nichts. Die nächste Grenze, wenn man dann gegen den Uhrzeigersinn einmal um Russland rumfährt, die ist in Alaska. Das ist nicht dicht, also das haut nicht hin, finde ich. Thomas Franke, vielen Dank. Ja, ich danke. Dein Büchertisch steht da hinten. Danke. Danke der Körperstiftung für den tollen Abend, den tollen Raum. Sie haben hier wirklich was Schönes. Und Ihnen vielen Dank, dass Sie da waren, für Ihr Interesse. Danke.